Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch ganz herzlich zum heutigen Harz-Vlog. Wir sind mal wieder unterwegs in der Harzregion und zwar dieses Mal wieder in Wernigerode. Und wir haben hier was entdeckt, was wir euch einmal zeigen wollen. Ja, und es handelt sich hier um die Horstbergwarte. Der Horstberg befindet sich etwa 70 Meter über Wernigerode und hier wurde dann die Horstbergwarte erbaut. Sie ist erbaut aus Kalkstein und sie war ein Beobachtungs- und Signalturm. Ja, wie man hier schön sehen kann, vielleicht mit der Actionkamera ein bisschen schwierig, ich mache da noch mal ein Foto von. Man hat hier so den direkten Blick rüber zum Schloss in Wernigerode oder von Wernigerode. Und es könnte sein, dass man von hier Signale darüber gegeben hat, macht die Stadttore zu, die Feinde kommen. Genau. Und irgendwann wurden solche Beobachtungstürme auch nicht mehr gebraucht. Und ja, seitdem verfiel die Horstbergwarte. Es sind immer mehr Steine rausgebrochen. Und um die Jahrtausendwende herum hat man dann die Horstbergwarte wieder saniert und so, wie sie jetzt hier steht, praktisch hergerichtet. Ist auch sehr schön. Man kann noch mal sehen, wie gewaltig das Gebäude war. Man überlegt sich, wie das damals ausgerüstet war, bestimmt mehrere Etagen. Und oben stand einer und hat Ausguck gehalten in alle Richtungen. Oder vielleicht stand auch für jede Richtung einer da. Und unten war einer, der hat das Süppchen gekocht, was es denn zum Mittag gab. Weil es ist ein ganz schöner Aufstieg. Wir haben hier bei Temperaturen geschwitzt, um hier einmal hochzuklettern. Ja, so viel hier von der Horstbergwarte. Ja, es hat sich eigentlich gelohnt, mal herzukommen. Also wenn ihr auch mal hier hochklettern wollt, zieht euch feste Schuhe an. Ja, vielleicht findet ihr einen besseren Weg, als wir gefunden haben. Aber es gibt nämlich von der jetzt hier linken Seite gibt es auch noch einen Aufstieg. Wo der jetzt hingeht, weiß ich nicht. Wir sind von rechts hochgekommen. Aber es hat sich gelohnt. Vor allen Dingen der Blick über die Stadt ist schön. Wir gehen jetzt noch einmal um den Turm in Kürze. Aber das seht ihr nicht mehr. Das habe ich vielleicht vorher eingeblendet. Da gucken wir noch mal schön auf die Stadt. Ihr abonniert bitte den Kanal. Ihr teilt das Video, macht einen Daumen hoch, beim Abonnieren das Glöckchen nicht vergessen, dann verpasst ihr nämlich keine Folge. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Tschüss. Macht's gut, tschüss. Oh, ist ein schöner Ausblick. Herrlich, ne? Kann man bis zum Schloss gehen. Das finde ich toll. Schade, dass es heute so diesig ist. Guck mal, der Brocken. Brocken kann man auch sehen. Eine schöne Ecke hier.